Ja, hallo, herzlich willkommen. Es ist soweit. Heute ist es gekommen, mein neues Velobike. Und das ist praktisch jetzt ein Unboxing. Es ist wirklich eben gerade geliefert worden. Und das allerbeste ist, wir packen es jetzt erstmal gemeinsam aus. Und dann erzähle ich euch mal, was ich mit diesem Velobike vorhabe. Denn das Velobike ist nicht nur ein Fahrrad, sondern ein Faltfahrrad. Ja, aber dazu später einfach ein bisschen mehr. Jetzt kommt zum Unboxing. Lassen wir mal losgehen oder ja, losschneiden. Hier ist es sogar schon offen gewesen. Gut. Ah, yeah. Super gut zu. So, als erstes habe ich erstmal hier eine kleine Beschreibung und Quick Starter Guide. Ja, schauen wir uns nachher mal an. Und jetzt geht es einfach erstmal an das Fahrrad. Wohl nur ein Schutz. Aha, das ist der Gepäckträger und das hintere Schutzblech. Das muss ich wohl dann noch dran bauen. So. Hier kommt auch noch irgendein Zubehörteil. Da schauen wir gleich mal rein, was es ist. Ah, das ist das Ladegerät. Denn das habe ich ganz vergessen. Das ist nämlich kein normales Fahrrad, sondern ein E-Bike. Und dazu noch mit eins der leichtesten Falt-E-Bikes, die es gibt. Ich glaube, das wiegt so um die 14 Kilo. Ich habe da noch ein bisschen was dran. Denken wir mal, 16 Kilo wird es wohl nachher auf die Waage bringen. So, wie geht's weiter? Hier ist auch noch irgendetwas drin. Da schauen wir einfach mal rein. Wo ist mein Messer? Ups. Was es ist. Ah, das sind hier schon mal Katzenaugen, eine Klingel und noch das Katzenauge für hinten. Dann machen wir mal weiter, das rauskriegen. Oh. Auf alle Fälle ist es gut und sicher verpackt, aber das ist schön, denn was ich sagen kann, es kommt nämlich aus Wien und okay. So, aber hier gibt es noch ein bisschen was. Das sind meine Rücklichter, die habe ich mir dazu bestellt. Das ist ein Extra. Dann gibt es einen Beutel, da kann man es dann einpacken. Wenn man, es gibt so Länder wie in Italien, Spanien, in den Zügen muss man es manchmal in so Beutel reinpacken. Und und das ist meine Fernbedienung, damit ich den Motor auch steuern kann. Das sind alles Extras, die habe ich mir dazu geleistet. Und jetzt schauen wir mal an, wie wir es aufbauen. Ja, ich habe es jetzt mal vor allen Dingen diese Schutzfolie mal hingelegt. Macht mein Parkett vielleicht nicht unbedingt kaputt. Habt ihr noch keine Ahnung mit dem Fahrrad. Auf alle Fälle. Ups. So steht es jetzt erstmal, hoffe ich. Und ja, dann fangen wir mal an. Und jetzt kommen wir auch wahrscheinlich besser dran. Können wir schon mal so, ui, zack. So wie ihr seht, ich habe es noch nie geöffnet oder gemacht, aber ich weiß aus ein paar Videos, die ich mir angeguckt habe, dass das irgendwie hier vorne hin muss. Aber ganz ehrlich gesagt, noch nicht wie.
musst du irgendwie. Nee, auch nicht. Das ist jetzt gar nicht schön. Ach, da war ein Kabel, oh je. Das Kabel ist natürlich hier voll eingeknickt gewesen von der Bremse. Das ist natürlich nicht schön. So, ja, wie ihr seht, ah, das kann nicht funktionieren. Hier ist noch ein Sicherungsstift und der war noch drin. Und jetzt ist es richtig eingerastet. So, aber so, jetzt so ist es richtig. Jetzt muss man hier den Sicherungshebel machen und da rein. Zack, ja, jetzt ist es auf alle Fälle schon mal so. Und der Sicherungsstift, der kommt dann hier durch, damit man dann auch nicht, dass das nicht rausrutschen kann während der Fahrt. Ja, der Ständer. Und da steht's. Das ist jetzt erstmal so das kleine Unboxing. Also wie gesagt, den Sattel muss ich noch auspacken, das andere mache ich ab. Und dann gehen wir gleich mal in das genaue Detail rein und schauen uns mal an, wie es ausschaut, okay? Warum habe ich mich jetzt für das Velobike entschieden? Für das Velobike habe ich mich entschieden, weil es für mich so ein paar Vorteile, denke ich mir mal, bietet. Ich bin ja kein Radfahrer in dem Sinne, aber als erstes, sage ich mal, das Design hat mich total angesprochen, denn irgendwie hat mich das mit diesen Doppelröhren, sah an die Bianchis oder Peugeot-Fahrräder aus den 80er, 90ern so erinnert. Ich fand das wirklich super elegant. Dann vom Technischen her gesehen, die 20 Zoll Räder sind einfach wesentlich größer. Es gibt ja einen Prompton, das ist so das Urgestein der Falträder aus England. Und das hat nur 16 Zoll Räder, also kleiner. Man kann es allerdings auch etwas kleiner falten, aber es geht trotzdem in den Zug rein. Das ist auch super leicht. Wie gesagt, es hat Riemenantrieb und es hat diesen innovativen Motor. Und das war für mich erstmal ausschlaggebend. Ja, also der Riemen ist wartungsarm, es ist immer sauber, ich habe nie eine dreckige Hose und kann es einpacken, mitnehmen im Zug, im Auto. Es ist halt einfach. Ja, das ist erstmal der erste Grund, warum ich mich für dieses Velo entschieden habe. Es kommt aus Österreich, es wird in Wien gebaut. Das ist so eine kleine, sagen wir mal, Manufaktur. Da werden nicht ganz so viele Fahrräder hergestellt. Ich weiß nicht, ich habe mal was gelesen, so bis zu 8000 Stück im Jahr. Ist ja auch schon mal etwas, aber es ist jetzt nicht so ein Massenprodukt. Es ist auch ein bisschen teurer, muss man ganz ehrlich sagen, aber es ist halt wirklich durchdacht, auch mit dem Faltmechanismus, der ist so einmalig und es funktioniert alles. Es hat Scheibenbremsen, das war mir auch wichtig, dass man auch bremsen kann ordentlich. Und das war erstmal so die ersten Grundzüge. Und warum gekauft? Weil ich wollte, ich komme hier vielleicht aus so einem Alter, wo man nicht mehr immer alle Sehenswürdigkeiten auf meinen Reisen ablaufen kann oder möchte. Es ist halt anstrengend. Und mit so einem Fahrrad, denke ich mir mal, ist man da immer schneller. Entweder fährt man irgendwo mit dem Auto hin und hat dann das Fahrrad mit. Oder wie ich fahre ja nicht so gerne mit dem Auto, sondern ich fahre lieber mit dem Zug und im Zug kann ich es mit reinnehmen. Der Zug ist ja so, normalerweise musst du für ein Fahrrad ein extra Ticket kaufen, einen extra Platz. Die sind begrenzt. Ich glaube im ICE 4, in der neuesten Version von der Bahn, gibt es 6 oder 8 Plätze. Die sind unter Umständen schnell ausgebucht. Ja, man muss es immer im Voraus buchen. Man ist nicht flexibel und ich habe mir halt einfach gedacht, ja okay,
kein Thema. Dann mache ich das einfach so mit dem Faltrad. Das kann ich zusammenfalten und dann kann ich es in die Gepäckablage beim ICE reinstellen. Oder ich glaube, in anderen geht es sogar unter Umständen oben rein. Oder man lässt es halt einfach unten stehen, irgendwo zwischen den. Manchmal gibt es ja die Stühle, die Rücken an Rücken sind. Da passt es super rein. Also, oder soll es super reinpassen. Ich habe es ja noch nicht gemacht. Da bin ich gespannt. Es wird auf alle Fälle ein oder zwei oder drei oder vier Reisen geben. Ich bin schon am Planen. Ja. Und das war halt der Hauptgrund. Also es ist klein, es ist leicht, ich kann es überall mit hinnehmen. Es ist eine saubere Angelegenheit, weil ich habe keine Kette, sondern einen Riemen. Der Elektromotor unterstützt mich ein bisschen beim Fahren. Ich brauche jetzt keine Riesenkilometer. Ich sag mal, wenn ich mich am Tag 35, 40 Kilometer bringt, ist es super. Ich kann ein bisschen rekuperieren. Das heißt, ich kann rückwärts treten, wenn es bergab geht, dann gewinnt er wieder Energie. Das macht so 5-10% oder 8% kann man dann nochmal rausholen. Ist auch eine schöne Sache. Ja, das ist eigentlich so der Grund gewesen. Ich bin gespannt, ob die Idee des Fahrrades, des Faltfahrrades umgesetzt oder dass es auch gut umgesetzt werden kann, dass es funktioniert in der Zukunft. Und ich bin gespannt. Und ja, deswegen kann ich nur sagen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, einfach erstmal jetzt auf Abonnieren drücken und die Glocke setzen. Dann bekommt ihr immer automatisch eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video von mir und dem Velo oder der Velo und mir da ist und wir unterwegs sind. Ich mache natürlich auch noch andere Reisen, die gibt es auch noch zu sehen. Aber wie gesagt, ich würde mich freuen. Lasst ein Abo da, Daumen hoch und ja, dann werden wir mal sehen, wie es funktioniert. Und ich bin gespannt. Und ich hoffe, ihr auch. Bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.